Die Veranstaltung den Steirischen Leichtathletikverband, der Sportstadt Kapfenberg, dem KSV und der Vereinigung International Retro Runner mussten dabei mehr als 400 Einzelstarts in 2 Tagen über die Bühne bringen. Vor 2 Jahren verzeichnete man gerade mal 9 teilnehmende Nationen, im heurigen Jahr waren es bereits 14. Das Wetter spielte am Samstag nicht unbedingt mit, trotzdem war man zufrieden. Fürs Wetter kann man nichts, das ist so, aber mit der Teilnehmerzahl bin ich sehr zufrieden. Unser Ziel war über 100 Teilnehmer und das haben wir geschafft. Vor dem 100-Meter-Finale der Damen war die amtierende Weltmeisterin Simone Kühn guter Dinge, hat sie doch den Vorlauf souverän gemeistert. Ja, das Wetter, es ist eh gut, dass nicht so viel regnet, also das bisschen, das geht schon. Ich hätte es aber wärmer, muss ich sagen, aber es hat gut gepasst und die Zeit war schon ziemlich gut für den Vorlauf, also bin schon sehr zufrieden. Wie schaut es mit der Konkurrenz im Allgemeinen fürs Finale aus? Ja, ich glaube, was ich jetzt so gesehen habe, kennt es für mich ganz gut ausschauen. Das 100-Meter-Finale gewann Simone Kühn übrigens ebenfalls überlegen. Auch ein Highlight, das 100-Meter-Finale der Herren, das bis ins Ziel spannend war. Lieferten sich doch Roland Wegner aus Deutschland und der Türke Ömer Aslan ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das schlussendlich der Deutsche für sich entschied. Das macht die Erfahrung aus. Nein, es war wirklich eng und Ömer Aslan ist ein harter Konkurrent von mir. Er hat mich schon auf 200 Meter geschlagen vor 2 Jahren. Und es war wirklich sehr knapp. Ich konnte aber auch nicht ganz durchziehen, weil ich habe ein bisschen Muskelprobleme, aber von dem her ist die Zeit nicht ganz so gut, aber ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich. Worauf muss man im Speziellen achten, um nicht zu stürzen, vor allem wenn es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt? Man muss gut trainiert sein, man braucht eine gute Koordination, dann kann nichts passieren. Ein weiterer Deutscher hatte die Nase über 1500 Meter vorn und weiß, dass es eine Menge an Konzentration fordert, rückwärts zu laufen. Es ist jetzt im Verhältnis zum Treppenlauf hat es natürlich den Vorteil, dass es draußen ist. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und es bringt einfach einen Perspektivwechsel. Also es geht ja immer vorwärts, immer geradeaus. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber beim Rückwärtslaufen sich umdrehen ist einfach der koordinative Aspekt und Verletzungsprophylaxe ein ganz wichtiges Element. Das ist zwar weit weg von solchen Wettkämpfen, aber das ist eher der Grund, warum ich es auch jedem der Zuschauer mal empfehle, kann man ein bisschen rückwärts zu laufen. Also weil in der ein oder andere Fernsehsendung sowas gebracht. Das motiviert den einen oder anderen, das mal auszuprobieren. Und wenn man dann mit der Frau, die läuft vorne her oder dann man läuft halt zusammen, der eine vorwärts, der andere rückwärts, kann man super viel Spaß haben und die Koordination schulen. Der Weltrekord für 100 Meter vorwärts wohlgemerkt liegt bei 9,58 Sekunden. In der 10.000 Meter Distanz bei rund 26 Minuten. Die Rückwärtsläufer vollbringen im Vergleich dazu sagenhafte Leistungen. Hier liegen die Rekorde bei 13,6 Sekunden über 100 Meter bzw. 42 Minuten über die Distanz von 10.000 Metern. Kapfenberg, die Sportstadt.